Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. Und heute geht es mal wieder um das Thema Bürostühle und zwar hier um Premium-Bürostühle, die hier für einen stressigen Büroalltag perfekt geeignet sind und die auch hier ungesundes Sitzen praktisch eliminieren. Wir wollen uns heute mal die Top 5 der besten, beliebtesten, hochwertigen Premium-Bürostühle uns anschauen, mal die miteinander vergleichen und dann auch hier zum Schluss unseren Vergleichssieger krönen. Mit dabei sind wirklich sehr bekannte Marken, die auch hier in Deutschland teilweise gefertigt werden und daher einen sehr hohen Stellenwert und einen sehr guten Ruf genießen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, starten sofort durch und los geht's und zwar jetzt mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Interstuhl Every EV25R, ein sehr beliebter Stuhl, der auch hier wirklich ein sehr bequemes Sitzgefühl dann ermöglicht. Wir gehen mal kurz die Vor- und Nachteile durch. Wir haben also hier eine Netzmembran an der Rückseite, man kann ihn hier einfach verstellen, hat eine Synchronmechanik, hat bequeme Armlehnen, eine Lordosestütze und universal Doppelrollen mit T-Armlehnen. Die Nachteile, er ist leider etwas teurer und verfügt über leider keine Kopfstütze. Nichtsdestotrotz ist es wirklich ein sehr guter Bürostuhl. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier zum einen mal eine Belastbarkeit von bis zu 120 Kilogramm. Er ist made in Germany, hat eine 10-Jahres-Garantie, hat eine Sitzhöhe von 41 bis 51 cm und eine Gesamthöhe von 100 bis 110 cm. Das Eigengewicht beträgt gerade einmal 17 Kilogramm, was auch hier wirklich sehr leicht und komfortabel ist. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt auf die Produktseite und schauen uns diesen Bürostuhl uns mal ganz genau hier direkt an auf Amazon. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also falls ihr daran Interesse haben solltet, klickt mal jetzt direkt auf den Link in der Videobeschreibung drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Und dann gehen wir gleich auch mal kurz auf den Preis ein. Es gibt auch hier zwei verschiedene Ausführungen. Wir haben hier einen Preis von 359 Euro, was auch hier wirklich ein sehr vernünftiger Preis ist, dafür, dass sie hier in Deutschland gefertigt wurde. Hier nochmal die weiteren technischen Daten zu diesem Bürostuhl. Sieht soweit eigentlich alles sehr gut aus. Hier mal die Marke Interstuhl, wie praktisch hier auch die Bürostühle daherkommen. So sieht er dann aus mit dieser Netzmembran an der Rückseite. Und auch sonst gibt es hier wirklich sehr viele Einsatzmöglichkeiten für diesen sehr modernen und bequemen Bürostuhl. Wir gehen zum Schluss mal kurz die Bewertungen durch. Die fallen auch hier sehr gut aus. Wir haben also hier, wie gesagt, ja einen sehr bequemen Bürostuhl. Ein Stuhl, der hier wirklich allen Qualitätsansprüchen gerecht wird. Und auch sonst gibt es hier relativ wenig Mängel. Also schaut euch mal an. Den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Und wir gehen weiter zu Platz 4. Und dort landet bei uns der Shio M90D Bürostuhl und auch hier würde ich sagen, gehen wir kurz direkt die Vor- und Nachteile durch. Und da hätten wir zum einen mal hier einen sehr günstigen Preis. Wir haben hier einen Netzstuhl mit 3D-Armlehnen, eine VIP-Funktion, einer sehr großen Kopfstütze, er ist sehr rückenschonend und auch hier wirklich sehr gut belastbar. Die Nachteile, etwas mittelmäßige Qualität und unten sind teilweise auch etwas dünne Rollen angebracht. Dann würde ich aber sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und zwar zu den Produkten. Eigenschaften. Da können wir schon sehen, wir haben hier eine Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm. Man kann hier die Sitztiefe einstellen, der hat eine verstellbare VIP-Funktion, eine Sitzhöhe von 43 bis 53 cm und eine Gesamthöhe von bis zu 129 cm. Das Eigengewicht beträgt 21 Kilogramm, was aber eigentlich auch völlig in Ordnung ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter auf die Produktseite. Den Link dazu, den gibt es selbstverständlich auch hier unten in der Videobeschreibung, also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf, da kommt ihr direkt auf diese Seite, müsst euch hier nochmal den Bürostuhl nicht mal selbst manuell heraussuchen. Es gibt hier zwei verschiedene Farben, einmal grau und schwarz und der Preis 239 Euro und das ist auch hier wirklich vollkommen gerechtfertigt. Also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wir gehen mal kurz weiter runter zu den weiteren technischen Details. Hier steht nochmal einiges drin, auch zu den Abmaßen und zum Gewicht und zu dem Material. Dann hier nochmal der Hersteller an sich, Shio. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal kurz die weiteren Details durch. Da könnt ihr nochmal hier die ganzen Winkel und die weiteren Abmessungen sehen. Alles hier im Detail und natürlich auch die Rollen und die VIP-Mechanik. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir nochmal kurz weiter runter zu den Bewertungen, denn die können sich ebenfalls sehen lassen. Wir haben also hier sehr gute Bewertungen, wo hier wirklich einige ihre Erfahrungen geschildert haben. Es ist wirklich ein toller Stuhl mit einem guten Preis und auch sonst ist hier alles top. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir gleich weiter zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der Steelgaze Gager Bürostuhl. Dann würde ich sagen, gehen wir auch hier mal direkt auf die Vor- und Nachteile von diesem sehr interessanten Bürostuhl ein.
Da hätten wir zum einen einen sehr bequemen Bezug, eine Sitztiefenverstellung, er ist voll montiert, also kompakt hier vormontiert daher. Wir haben eine verstellbare Dosenstütze mit dabei, 360 Grad Armlehnen, er ist rückenschonend und hat eine sehr lange Garantie von 5 Jahren. Die Nachteile, ein etwas hoher Anschaffungspreis und die Rollen sind teilweise auch etwas dünn. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz weiter auf die Produktdetails. Wir haben also hier eine maximale Belastbarkeit von bis zu 135 Kilogramm, wir haben eine einstellbare Sitztiefe, er ist gut gepolstert, hat eine Sitzhöhe von 41 bis 51 cm, eine Gesamthöhe von bis zu 123 cm und ein sehr hohes Eigengewicht von 27 kg, also hier wirklich sehr stabil und robust gefertigt. Wir gehen auch gleich mal kurz weiter auf die Produktseite drauf. Den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Produktseite. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz hier auf die verschiedenen Modelle ein. Es gibt ja hier ein paar unterschiedliche Ausbaustufen und auch hier ein paar unterschiedliche Farben. Da sollte für jeden was dabei sein, also hier wirklich in sämtlichen Variationen. 1149 Euro wäre der Preis. Das ist natürlich nicht gerade günstig, aber hier für diesen hochwertigen Premium-Bürostuhl dennoch angemessen. Hier nochmal die weiteren technischen Daten dazu. Da steht nochmal alles drin, da nochmal ein paar weitere Detailbilder, also hier wirklich top ausgestattet. Wir haben hier wirklich tolle technische Maße und auch sonst kann man sich hier praktisch nicht beschweren. Also hier perfekt fürs lange Sitzen im Büro geeignet, der auch hier ja, den Rücken sehr gut schont. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss nochmal kurz die Bewertungen durch. Die fallen ebenfalls gut aus. Wir haben hier einen sehr robusten und komfortablen Bürostuhl, auch hier für längeres Sitzen geeignet. Und auch sonst gibt es hier wirklich sehr viele 5 Sterne und traumhafte Bewertungen. Also schaut euch den unbedingt mal an und klickt am besten mal auf den Link drauf. Und da würde ich sagen, geht's auch gleich weiter und wir schauen uns den nächsten Platz an, und zwar den Platz 2. Und dort landet bei uns der Ergotropia Nextback Bürostuhl. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir kurz die Vor- und Nachteile direkt durch. Der hat mir zum einen mal einen wirklich ja, guten Preis, eine exzellente Qualität. Er ist einfach zu verstellen, hat eine Lordosestütze mit dabei, eine Kopfstütze, er ist sehr langlebig. Er hat zudem bequeme Armlehnen und ist auch hier sehr belastbar. Der einzige Nachteil aufgrund seiner robusten Bauweise ist auch etwas schwerer, aber ich denke mal, darüber kann man auch hinwegsehen. Wir gehen gleich mal kurz weiter zu den Produktdetails und da kann man schon sehen, wir haben also hier eine Belastbarkeit von bis zu 125 Kilogramm, 5 Jahre Garantie, ein sehr gut gepolsterter Sitz. Eine Sitzhöhe von 45 bis 57 cm und eine Gesamthöhe von bis zu 131 cm. Das Eigengewicht beträgt 27 Kilogramm, also hier vollkommen in Ordnung. Jetzt, ich denke mal, da muss man sich nicht großartig drum streiten. Wir gehen mal kurz jetzt auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran Interesse haben solltet, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite. 399 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis und wir gehen mal etwas weiter runter, gehen nochmal kurz die weiteren Details dazu durch. Hier steht nochmal einiges drin, was den Bürostuhl hier angeht und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter runter zu den Bildern. So sieht es im Grunde aus. Wir haben also hier einen sehr guten Bürostuhl, der auch hier dank der Kopfstütze wirklich hier für sehr ergonomisches Arbeiten ausgelegt ist und somit auch eine sehr lange und gute Sitzdauer ermöglicht. Auch die weiteren Details, die sprechen im Grunde für sich und die Bewertungen sehen ebenfalls sehr gut aus, also ein sehr bequemer Bürostuhl, der seinesgleichen sucht. Und auch sonst ist die Qualität hier wirklich sehr gut und ebenfalls ja hochwertig. Also schaut euch den mal an. Wie gesagt, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal drauf und dann würde ich sagen, geht es auch gleich hier weiter und zwar zu Platz 1. Und auf diesem Platz landet bei uns der Interstuhl Pure Fashion Edition. Ein sehr interessanter und hochwertiger Bürostuhl mit sehr vielen Vorteilen. Die gehen wir jetzt mal kurz durch. Wir haben also hier zum einen mal eine sehr hochwertige Verarbeitung. Er ist sehr gut verstellbar, hat einen Premium-Bezug, T-Armlehnen, Designer-Doppelrollen. Er ist sehr komfortabel, rückenschonend und auch belastbar. Der einzige Nachteil hierbei, es gibt hier leider keine Kopfstütze, aber ich denke mal, durch die sehr große und hohe Rückenlehne kann man darüber auch hinwegsehen. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier eine Belastbarkeit von bis zu 120 Kilogramm, 10 Jahre Garantie, also auch hier wirklich super. Ein sehr gut gepolsterter Sitz, eine Sitzhöhe von 42 bis 52 cm, eine Gesamthöhe von bis zu 120 cm und ein Eigengewicht von gerade einmal 12 Kilogramm, also hier wirklich sehr gut und leicht zu bewegen. Wir gehen mal kurz auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Also klickt dort mal drauf, falls ihr den hier nicht lange suchen wollt. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz auf die verschiedenen Farben ein. Hier gibt es eine sehr große Auswahl. Da sollte für jeden was dabei sein.
und der Preis 899 Euro. Jetzt gehen wir kurz weiter runter zu den weiteren technischen Details. Hier steht nochmal ein bisschen was drin, wie er praktisch so gefertigt wurde, wie er so daherkommt. Hier nochmal die Marke Interstuhl. Da wird auch nochmal die Firmengeschichte etwas erläutert. Und jetzt kommen wir schon zu den Bildern von diesem Bürostuhl. Also ein sehr schönes Designer-Schmuckstück, was auch hier sehr komfortabel und funktional und auch angewendet werden kann. Ja, der Bürostuhl besitzt eine sehr moderne Technik, ist hier wirklich sehr rückenschonend, passt hier auch hier wirklich dem Rücken sehr gut an und auch die Bewertungen fallen sehr gut aus, passt, ist hier wirklich sehr rückenschonend und auch sonst sehr bequem und auch hier mein neuer Bürostuhl. Also schaut euch den mal an, wenn ihr hier wirklich einen sehr hochwertigen Bürostuhl sucht, der auch hier wirklich euch sehr, sehr lange dann auch heben soll. Und dann würde ich sagen, steht es also fest, wir haben jetzt hier unseren Vergleichssieger gefunden. Das wäre jetzt hier der Interstuhl Pure Fashion Edition Bürostuhl. Wir gehen mal kurz die wichtigsten Vorteile für euch im Überblick durch. Wir haben also hier einen sehr hochwertigen Bürostuhl, der hier sehr gut verstellbar ist. Er hat einen Premium-Bezug, T-Armen und Designer-Doppelrollen an der Unterseite. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Informationen und Links zu diesen Bürostühlen, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein und klickt mal die Links am besten jetzt direkt an.